Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Commentary mit eurem Fungi. Ja, nachkommentiert Black Ops 2 am Start. Und zwar auf der wunderschönen Map Nuketown. Ne, jetzt mal ganz im Ernst, ich hasse die Map. Ich mache mir damit jetzt vielleicht Feinde, aber ich hasse diese Map. Ich kann sie einfach nicht leiden. Eigentlich die einzige Chance auf der Map einen Score zu reißen ist natürlich Spawn killen. Ist natürlich auf fast jeder Map so, aber hier kann man natürlich wirklich Spawn rapen, kann man auf Nuketown. Ihr seht das hier gleich am Anfang, der Fungi geht hier ab. Ich glaube, es ist ein richtig schneller Orbitalsatellit am Anfang. Ich spiele hier mit den Streaks Drohne, Tarnheli und Orbitalsatellit wieder. Der Orbit, ja, sind meine Standard-Streaks wie immer. Obwohl ich jetzt bald umsteige, ich werde die Escort-Drohne statt dem Tarnheli mitnehmen, weil die wesentlich mehr abgeht, glaube ich. Habe ich irgendwie so mitgekriegt und da habe ich richtig Bock drauf, mal mit der Escort-Drohne zu spielen. Ich wollte letztens auch ein bisschen Softcore, ein bisschen auf 100 plus gehen, weil ich dachte, ach, willst du mal mit dem Strom schwimmen? Weil der Fungi ist ja so ein kleiner Hipster, ne? Der will immer, der macht keine 100 plus. Das ist der einzige Spieler auf YouTube, der keine 100 plus Gameplays macht. Deswegen, Hipster, ja. Ganz klare Geschichte. Spiele ja mit der goldenen PDW, Silencer und Lasermarkierer, bevor ich es vergesse. Ja, wieder dieser Lasermarkierer, wäre ich aggressiv, aber aggressiv ist ein gutes Stichwort. Da werde ich jetzt gleich erstmal drauf eingehen und zwar ist das wieder eine besondere Folge hier. Und zwar ist das wieder Fungis Flamestube, Part Nummer 3 oder 4, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und der Fungi hat natürlich Aggressionen wieder mitgebracht, weil sonst könnte er diese Serie natürlich auch gar nicht starten. Ganz klare Sache. Ich weiß gar nicht, hier, genau, am Ende von dem Spiel habe ich noch einen richtig schönen Streak am Laufen, einen richtig schönen Streak am Laufen. Ein Nuklearstreak war ich da. Und ihr werdet sehen, wie der Fungi stirbt, ihr werdet es einfach sehen und wahrscheinlich brüllt ihr sogar mit vor eurem PC, schreit ihr auf. Das war einfach unglaublich, unglaublich, ich kann es nicht begreifen, wie man so, naja, ihr seht es ja einfach selber dann später. Am Ende der zweiten Halbzeit irgendwann. Boah, hab ich geschrien. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie der Fungi geschrien hat. Naja, dann fangen wir eigentlich auch gleich mal an zu ragen. Und zwar Fungis Flamestube. Was hat der Fungi diesmal für ein Thema mitgebracht? Ganz klare Geschichte. Man sieht es immer wieder in den Nachrichten. Ah, hier, ich weiß nicht, soll ich jetzt hier Namen nennen? Miley Cyrus, Justin Bieber, die Promis, genau, die Promis. Wir regen uns heute mal über Promis auf. Ist ein bisschen ausgelutscht, aber das ist mir scheißegal, man muss sich einfach darüber aufregen. Richtig geile Parodien gibt's dazu schon auf YouTube und was weiß ich. Ich liebe es, ich liebe es. Und was kann man natürlich dazu, was kann man zu Promis gleich als erstes sagen? Man macht Brainstorming zu Promis und was fällt einem gleich ein? Was kommt einem gleich in den Kopf? Genau, Drogen. Natürlich, hat jeder als erstes gedacht von euch Drogen. Miley Cyrus. Was weiß ich, keine Ahnung, was die nimmt, keine Ahnung, was die alles schon genommen hat, aber so drauf, um so drauf zu sein, musste viel mehr nehmen als Drogen, das ist klar. Und natürlich, was reicht natürlich als Promi nicht? Reicht natürlich nicht, irgendwie nur Weed zu nehmen oder so. Ich meine, Weed ist natürlich auch schon eine Droge, aber komm, jeder weiß es. Weed ist nicht so schlimm, nicht so tragisch. Und dann kommt immer wieder so, doch, doch, ja, das macht ja vielleicht süchtig, vielleicht, okay, es könnte süchtig machen und so, ist voll gefährlich und so, weil das eine Einsteigedroge ist und das führt dann zur Sucht, zur Drogensucht. Mal ganz ehrlich, Leute, eigentlich, Suchtgefühl ist, du kannst von jedem Scheiß süchtig werden. Du kannst auch von Autofahren süchtig werden. Weil das Suchtgefühl ist eigentlich nur das Gefühl, wenn deine Bedürfnisse befriedigt werden und du willst das immer und immer wieder machen, weil eben deine Bedürfnisse befriedigt wurden. Heißt also, wenn du es geil findest, dir selber eine Backpfeife am Morgen zu geben um 6 Uhr morgens, dann kannst du auch davon süchtig werden, dir selber eine Schelle zu geben um 6 Uhr morgens. Das ist doch Schwachsinn, also wirklich. Immer diese Ausrede mit dem, das kann ja ein Suchtgefühl hervorrufen. Ja, super. Natürlich. So, jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema abgekommen. Und zwar war ich gerade dabei mit den Promis und ihren scheiß Drogen da, ne? Promis kriegen unglaublich viel Kohle. Weiß jeder. Promis haben sogar zu viel Kohle. Was dann später dazu führt, dass sie einfach keine Ahnung haben, was sie mit ihrem verkackten Geld anfangen sollen. Und dann einfach zu den Scheißver... Ich muss jetzt hier die Schimpfwörter, ich muss die mir verkneifen. Dass sie dann einfach zu ihren verkackten Drogen greifen. Das ist doch einfach... Da! Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es geht dem Fungi ja auch so, ne? Also, Fungi, Haufen Geld, ey, boah, hab ich Kohle zu Hause... Deswegen spare ich auch gerade mein Taschengeld zusammen, weil ich wie so ein armer Penner darum bettle, weil ich mir unbedingt eine Xbox One leisten
Damit ich mir endlich eine Xbox One leisten kann. Und GTA muss ich mir natürlich auch noch dazu kaufen. Ich blende hier mal kurz den Zwischenscore ein. Sieht noch nicht so geil aus. Aber die zweite Halbzeit, Freunde, die geht richtig ab. Da könnt ihr auch ruhig mal ein bisschen aufs Gameplay achten. Und lasst den Fungi einfach mal im Hintergrund ein bisschen rumragen. Also die zweite Halbzeit habe ich echt genossen auf Nuketown. Da kann man wirklich sagen, das hat Spaß gemacht. Aber mir macht Black Ops 2 sowieso im Moment ziemlich viel Spaß. Jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Und zwar Promis mit ihren verkackten Drogen, ey. Und ihrem scheiß viel Geld. Ich meine, die bringen dann mal ein Lied raus. So, dann verprasseln alles. Alles für Drogen ausgeben, zack, zack, zack. Und irgendwann merken sie, verdammt, ich habe gar kein Geld mehr. So, ja, bringen sie nochmal ein verkacktes Lied raus, wo sie in ihrem Lied einen verdammten Satz singen und der Rest ist einfach nur, yeah, yeah, Hardcore, Disco, Techno und so. Weißt du, guck mal, die Lieder von heute, die haben doch nicht mehr richtig viel mit Musik zu tun. Ich meine, das ballert natürlich schon in der Disco oder so, ist das natürlich manchmal schon geil zum Anhören, aber komm, jetzt mal ganz ehrlich, das ist einfach nur, ja, das ist ein geiler Beat mit einem geilen Bass hinterlegt und ja, es hört sich geil an, ballert schön, aber richtig Gesang ist das nicht, Freunde. Da muss man nicht mehr viel können für und dann noch das Autotune dahinter und dann haben sie wieder ihre scheiß 80.000 Milliarden Euro und ach, ja, was machen sie damit richtig? Drogen konsumieren, Drogen, Drogen, alle macht den Drogen, so. Ihr merkt schon, ne? Der Fungi wird aggressiv hier. Der wird langsam richtig aggressiv, richtig zornig. Und das Beste kommt dann immer. Nachrichten. Promi ist gestorben. Warum? Natürlich. Drogenüberdosis. Wie konnte sowas nur passieren? Jetzt mal ohne Scheiß, ist irgendein Promi schon mal normal gestorben oder sind die schon alle an Drogen gestorben? Das gibt's ja nicht. Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht wie ein verdammtes Arschloch rüberkommen, aber man muss wirklich sagen, man kann doch eigentlich kaum noch trauern um die. Man kann wirklich kaum noch trauern, es sei denn, ja okay, man kennt sie natürlich einfach nicht im richtigen Leben, das ist klar. Deswegen kann ich da sowieso nicht richtig drum trauern. Ich fand's wirklich schade um Michael Jackson, weil ich fand die Musik von dem eigentlich richtig cool. Konnte ich mir eigentlich geben von Michael Jackson, war schade. Ich fand sowieso ziemlich behindert von ihm, dass er sich umoperieren hat lassen die ganze Zeit und was weiß ich. So vom Schwarz zu Weiß, das war echt dumm, weil ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht, nee, keine Ahnung. Naja, wollen wir uns mal nicht über Michael Jacksons 100 Operationen da aufregen. Weil Michael Jackson war ja an sich eigentlich ein korrekter Typ, auch wenn keine Ahnung, diese Gerüchte, dass er pädophil war. Oder vielleicht war er ja wirklich pädophil, ach, ich habe keine Ahnung. Hat auf jeden Fall gute Musik gemacht, der Kerl. Und das war der Tod im Hintergrund. Habt ihr ihn gesehen? Wenn nicht, spult nochmal ganz kurz zurück. Spult nochmal kurz zurück. Den Tod müsst ihr euch geben, den Tod müsst ihr euch geben. Ich verachte diesen Typen, ich verachte ihn. Naja. So. Alle Promis sterben an Drogen. So, jetzt guckt euch mal die Veränderung von diesen beiden Promis an, Justin Bieber und Miley Cyrus. Miley Cyrus finde ich einfach nur lächerlich, das neue Video von ihr ist einfach nur zum Kotzen. Das ist einfach nur dumm. Also wirklich, ich weiß nicht, ob die verlangt, dass man sich vor dem Fernseher dann einen runterholt, ey. Aber was ist denn das für ein Video, ey? Die sitzt da nackt auf einer Abrissbirne? Keine Ahnung, ich verstehe den Sinn davon nicht. Aber egal. Und leckt dann ab und zu in einem Szenenwechsel an einem Vorschlaghammer rum. Also, was? Was ist das, Mann? Ich glaube, ich mache mal mein erstes Real-Life-Video, ey, hier. Da lecke ich auch an dem Vorschlaghammer rum. Vielleicht werde ich auch berühmt dadurch, weiß ich nicht. Setz mich nackt auf eine Abrissbirne. Das wäre schon erotisch, oder? Hocherotisch. Also wirklich, ihre Videos, die sind unter aller Sau. Ich weiß nicht, was ihr Vater denkt. Ist der stolz auf ihre... auf ihre Tochter, auf seine Tochter? Das ist... einfach nur, tut mir leid. Und Justin Bieber, ja, ist jetzt, boah, hat er, glaube ich, Fotos gepostet, wie er mal kifft oder so, oder hat sich tätowieren lassen. Tattoos finde ich eigentlich ganz cool, aber man sollte es nicht übertreiben. Aber einfach die krasse Veränderung von dem kleinen Teenie-Schwarm zum Bitches-Ficker hier, ne? Entschuldigung. Und hier am Ende richtig tragische Szene in dem Gameplay. Ich habe einfach keine Gegner mehr gefunden, noch ein Tarnelli rausgeknüppelt. Und jetzt laufe ich gleich noch mit meiner Pistole rum. Ich versuche hier irgendwelche tragisch Kills zu kriegen, aber es ist einfach ein Wettlauf gegen die Zeit und der Fungi hat leider verloren, diesen Wettlauf. Richtig tragisch.
Naja, ich habe mich heute einfach mal ein bisschen über Promis aufgeregt, weil ich finde einfach, das ist einfach nur dumm. Das ganze Geld, ja, man hat ja auch gar keine Privatsphäre mehr. Wow, also eigentlich ist es so, du tauschst deine Privatsphäre gegen einen Haufen Geld ein. Wer damit nicht klarkommt, der soll es doch einfach lassen. Der soll einfach sagen, nein, ich mache nicht mehr weiter. Dann hast du eben kein Geld, hast aber wieder deine Privatsphäre. Verstehe ich nicht. Ich habe gar keine Privatsphäre mehr. Ja, dann hör auf mit Musik oder so, ey, komm. Oder mit Schauspielern. Natürlich stressen die Paparazzis, aber was verlangst du denn? Du tauschst deine Privatsphäre gegen Geld. Hast einen Haufen Geld, dafür keine Privatsphäre mehr. Kannst du natürlich auch wieder umtauschen, hast kein Geld mehr, hast dafür wieder Privatsphäre. Also was ist daran so tragisch? Wer damit nicht klarkommen soll, lassen. Meine Meinung. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns nächstes Mal bei Fungis Flamestube. Peace out.